Aber ich habe immer mehr Männer in meiner Praxis, weil die sich auch sehnen danach, nach dem Fühlen. Und es ist ja immer noch leider so, dass gerade früher natürlich viel mehr als heute, dass den Gefühlen von Männern nicht so viel Raum gegeben wurde oder man diese komische Bewertung geschaffen hat, dass Männer stark sein müssen und stark sein bedeutet, keine Gefühle zeigen. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Es ist stark, wenn ich es schaffe, meine Gefühle zu fühlen und auszuhalten und auch meine Angst ins Auge zu blicken und die zu fühlen. Ich glaube, eine größere Stärke gibt es nicht. Und das können wir aber alle lernen, die Frauen genauso wie die Männer. Also eigentlich nochmal so vielleicht auch zusammenfassend gesagt, wie kann ich mir selbst ein liebevoller Begleiter sein auf diesem Lebensweg? Kann ich mich immer wieder annehmen, so wie ich bin und so wie ich mich gerade fühle, ohne die Wertung, ohne das Urteil, sondern kann ich es einfach auch im Körper mir einfach mal erlauben, damit zu sein. Und wenn ich jetzt noch den Atem als Tool dazu nehme, dann kann ich da so eine Bewegung reinbringen, denn wenn ich bewusst atme, dann fängt das an, eben sich zu bewegen und zu entfalten und zu verändern. Und das ist so. Das ist ja letztendlich, was mich dann wieder in die Verbundenheit bringt oder in einen Zustand von Klarheit oder Freiheit, weil ich mich löse von alten Konditionierungen und Prägungen, weil ich mich löse von dem Widerstand gegen meine Gefühle letztendlich. Wenn ich das überwinden kann, werden die Gefühle gefühlt, die Gefühle fühlen sich durch und das Ding ist durch. Ja? Aber entscheidend ist, dass ich auch erkenne, was habe ich für eine Bedeutung gegeben, was ist die Bedeutung ist ja, die ich den Dingen gebe, ein Gefühl kreiert. Und da kann ich dann eben auch neue Gedanken finden und fühlen und dadurch wieder neue Wahrnehmungswirklichkeiten kreieren, Handlungsoptionen schaffen. Das ist ja der Sinn. Aber die mitfühlende Präsenz in mir zu schulen, das ist, glaube ich, das Haupttool neben dem verbundenen Atem. Und ich glaube, die gehen Hand in Hand in der Atemtherapie. So kann man das vielleicht sagen. Mitfühlende Mitfühlende Präsenz. Präsenz und ein bewusster Atem. Das kann man erstmal so sacken lassen, ne? Ich muss gerade dran denken an eine Ayahuasca-Zeremonie, die ich hatte, die sehr tief ging, so dass ich wirklich gespürt habe, dass in meinem Gewebe, in meinem Körper Informationen, Emotionen, Erinnerungen gespeichert sind. Und die Medizin hat diese Informationen auf dieser feinstofflichen Ebene aus meinem Körper geschwemmt, transformiert in Magensäure oder sonst was. Und ich habe richtig gespürt, wie diese Informationen rausgezogen wurden. Teilweise waren es so harte Brocken, bis ich das einmal raus hatte. Also sehr interessant, dieser Vorgang, dass diese Informationen, diese Erinnerungen feinstofflich aus dem Körper geschwemmt werden und dann irgendwie aus dem Körper auch getragen werden Oder durch kotzen. Kotzen oder durch Spucken. Und genau, da wollte ich jetzt drauf hin. Oder auch durch den Atem. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so intensiv ist, kann wahrscheinlich auch ähnlich intensiv sein wie eine Ayahuasca-Erfahrung. Es muss ja auch nicht immer intensiv sein. Genau, machen wir das bei der Atemtherapie oder beim verbundenen Atem. Ist derselbe Prozess, nur dass wir es rausatmen können. Ganz genau. Korrekt? Also ich finde, du hast das super beschrieben. Das ist, kann ich genauso übertragen auf die Atemtherapie, den Prozess, den du jetzt beschrieben hast, nur ohne Kotzen. Also das und ohne Medizin, das ist dann der Atem. Ne? Der Atem, der ist dann wie dieses Pflanzenmedizin, die Atem wirkt, holt es raus und bringt es aber auch raus. Das heißt, es ist ein Informationsaustausch. Ich kann sowohl Informationen einatmen und das ist wirklich viel mehr als nur Sauerstoff, was ich einatme. Ich kann über Intention sagen, so, ich atme jetzt Klarheit ein, zum Beispiel. Na, ich kann das koppeln mit einer Information. Deswegen sage ich, dass diese ganze Bandbreite an Informationen, die das Universum enthält, kannst du in den Atem bringen, reinholen. Du kannst aber natürlich auch diese verbrauchte Energie, auch wie Kohlendioxid, ja ausatmen. Und das ist auch wieder mehr als nur ein biochemischer Stoff, sondern es ist auch Information, es ist ein Informationsaustausch. Ich atme neue Energie ein, ich
ich atme verbrauchte Energie und Gedanken und Gefühle aus. Und so ist es wie so eine Welle, wie so ein rollendes Prinzip von Energie, wo ständig quasi rein und raus geht etwas. Und dadurch, dass der Atem so feinstofflich ist und so verbunden eben auch mit den geistig-emotionalen Zuständen, kann ich natürlich auch was reinbringen in den Körper, was Neues und was Altes rausholen. Ja, es ist wirklich spannend. Besonders wenn man sich eben öffnet dafür, dass der Atemträger vom Bewusstsein ist und da so ein Informationsaustausch stattfindet, der tief ins Nervensystem wirkt, tief in die Tiefen unseres Gehirns und unseres Körpers und da neue Vernetzungen und Gefühle und Gedanken kreieren kann und damit neue Realitäten.